Jo, guten Abend, hi Leute, ich bin's. Es ist jetzt wie viel Uhr? Naja, gut 17:38 Uhr. Und schon etwas dunkel hier. Ich war im Wald spazieren, hatte auch eine Idee für ein kleines Drehbuch, was ich notiert hatte. Und wollte kurz meine Gedanken teilen. Und zwar folgendes: Der Daniel Jung, der gibt ja Mathe Nachhilfe über das Internet, hat ja schon seit 5 Jahren Mathe Nachhilfevideos hochgeladen und hat auch eine Seite ins Leben gerufen, mathefragen.de. Wo man halt Mathefragen stellen kann, die beantwortet werden. Und jetzt soll euch künstliche Intelligenzen ja auch noch in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, will er das jetzt noch so koordinieren, dass je nach Niveau und Level eine ausreichende Kompetenz automatisch vermittelt wird, die die Fragen dann beantworten kann. Und jetzt dachte ich gerade, eigentlich bräuchte es eine zentrale Instanz in Deutschland, eine Webseite, die man über Google findet für all die Menschen, die Fragen haben, wie sie hier im System überleben können im Staat. Gerade halt Menschen, die offiziell psychisch krank sind, haben hier starke Probleme. Und es sind ja auf jeden Fall existenzielle Fragen, nicht Mathefragen, sondern existenzielle Fragen, die in Selbstmord enden können. Und da bräuchte es irgendwie eine Stelle, die da wirklich irgendwie vielleicht unterstützt. Und vielleicht genau das, was das Arbeitsamt halt eben nicht leistet. Vielleicht wirklich fragen, was die Menschen beschäftigt und so ein Pool hat über Arbeitslose und ihre Kompetenzen und dann vielleicht irgendwie denen hilft, halt eine Firma aufzubauen. Also irgendwie jemand muss halt Erfahrung haben im Unternehmensaufbau, der dann diese Menschen koordiniert, die Kompetenzen, Fähigkeiten richtig eingeschätzt werden, dass man sagen kann, okay, wir haben die Leute in dem Pool drin, mit denen und den Kompetenzen und auf was für Posten könnte man die einsetzen? Was könnte man dann für ein Geschäftsmodell draus machen? Das wäre halt was. Ja, generell, ich hatte den Spaziergang schon seit 14:30 geplant. Dann ist es jetzt doch irgendwie 16:30 geworden. 16:30 bin ich aus der Tür raus. Und ja, war ganz angenehm, auch mit dem Nieselregen. Mutter-Kind-Haus vorbei. Zwei junge Eltern mit Tochter waren da und das Mädchen ist durch die Pfütze gehüpft. Da war ich einfach nachher noch stark von beeindruckt, einfach über die Anziehungskraft der Pfützen auf Kinder. Das finde ich immer noch wunderschön, dass die Pfütze tatsächlich einfach schon fast wie eine Gesetzmäßigkeit einfach eine Anziehungskraft hat. Und auf jeden Fall habe ich dann über Kinder nachgedacht und einfach, dass einmal halt die Mächtigen und die Reichen über die Armen herrschen, ist halt die eine Sache, aber halt auch die Alten über die Jungen und habe dann auch überlegt, dass man irgendwie die jungen Leute mehr mit einbeziehen müsste, halt, ob es die Schule ist und nicht alles von oben, von der Politik auch über alle entschieden wird, auch über die Jungen. Und da denke ich, ist auch ein Fridays for Future, wohingegen dann halt aber auch die Jungen halt nicht ernst genommen werden. Jung und naiv, das finde ich, ist auch einfach furchtbar, gerade von den CDU-Politikern, die alle der Reihe nach eigentlich arrogante, eingebildete Menschen sind, von ihren Charakteren. Und ja, also das ist so eine Selbstüberzeugung, die einfach keine Selbstkritik mehr zulässt, habe ich mal oft den Eindruck. Auf jeden Fall hatte ich jetzt auch überlegt, AMK wollte ich nochmal nachschlagen, die Abkürzung AMK, genau, Amina Koim. Und Jugendsprache, ja, sagt er auch wieder nur. Es ist ja insgesamt spannend, warum Dieter Nuhr eigentlich sich so verändert hat. Auch Ralf Rute hat ja gegen ihn sozusagen in Anführungszeichen gehetzt, fand ich. Und sagte irgendwie früher von denen witzig, heute nicht mehr. Und da frage ich mich halt tatsächlich, ist Dieter Nuhr scheiße geworden oder hat sich die Wahrnehmung verändert? Aber egal, er sagte im letzten Programm zum Thema Charts, ist ja auch interessant, was in den Charts ist. Also das sagt ja auch was über die Menschen aus, was sie für Musik hören und welche Musik oft gehört wird, was ja von Werten praktisch übermittelt wird. Und ja, auf jeden Fall möchte ich gerne auch, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, sich mit der Jugend auseinanderzusetzen. Was haben die für Sorgen, was beschäftigt sie und warum ist Gangster-Rap eigentlich so beliebt? Also meine Theorie ist ja immer, dass da irgendwie so ein System hintersteckt, dass die Jungen einfach so durch die Schule abgehängt werden und das Zwangslernen und dann im Prinzip da keine Anerkennung kriegen, schlechte Noten und dann im Prinzip die Straßenkriminalität, ganz logisch, einfach einen Weg brauchen, um halt da die Anerkennung halt zu sammeln. Ja, ich bin jetzt mittlerweile zu Hause, wollte einen Schub machen, falls man sich jetzt, falls man entgegnen möchte, es gibt doch schon Psychologen und so weiter, die ja eigentlich für solche Hilfen da sind. Die helfen allerdings meistens nicht. Was heißt meistens? Also es gibt viele, die ich schon gesprochen habe, denen sie nicht geholfen haben.
weil sie sich halt nicht in einen reinversetzen können und einfach von diesem System, auch von den Studiengängen einfach sozusagen geistig infiltriert sind, ihnen die Freigeistigkeit fehlt, erstens, und auch die Vorstellungskraft, ja, sich anderes vorstellen zu können. Also die Vorstellungskraft ist halt etwas, was halt häufig insgesamt sehr kümmerlich ausgebildet ist. Ja, genau, und halt diese zentrale Instanz, also über diese Homepage dann halt auch zu existenziellen Fragen, da müssen halt wirklich freigeistige, systemkritische Menschen halt arbeiten, die Verständnis wirklich eigentlich auch für alles haben und Vorstellungsvermögen, was halt alles anders und noch möglich ist, auch an Unternehmenskultur, Struktur und bei alles, was schon da ist, ist es halt einfach unmenschlich. Da die Menschen und sehr, also was unmenschlich, wie kann ich das erklären? Also insgesamt müssen wir überhaupt mal darüber diskutieren, was eigentlich Menschlichkeit bedeutet. Aber es ist auf jeden Fall das Reduzierende. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 28 bin, oh Gott, wieso ist der 28, hat noch nicht so viel gearbeitet? Und dann wird man halt direkt so abgestempelt und reduziert auf so beschränkte Gegenstände, wie zum Beispiel, ach, der hat keine Freundin, oh, er hat sein Leben versagt. Also das ist halt alles unmenschlich, wenn man Menschen reduziert, wie halt auch auf Arbeitskräfte und Leistungsdaten und ja, allein wie man das auswählt.